Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute heißt es für dich, guten Abend, liebe Hüfte, einfache Übungen, die du eine längere Zeit hältst. Du kannst länger, tiefer, bewusster ein- und ausatmen und damit wunderbar in deinen Körper entspannen. Komm bitte auf deinem Rücken an, die Füße aufgestellt, vor deinem Gesäß, mattenbreit, die Knie berühren sich. Die Hände kannst du gerne auf den Bauchnabel ablegen und entspann deine Schultern. Finde so einen ganz ruhigen, eigenen Atemrhythmus. Und dann kannst du heute versuchen, länger, tiefer und vollständiger auszuatmen und mit dieser Verlängerung in der Ausatmung in den Körper hinein zu entspannen. Die Zielübung wird heute der Frosch werden, eine intensive Hüftöffnerübung. Und das bereite ich jetzt mit dir Schritt für Schritt vor. Jetzt wander mal mit deinen Füßen zusammen. Und lass die Knie auseinander sinken für Baddha Konasana. Du drückst die Fußsohlen fester aneinander, schieb die Knie auseinander und damit bist du in einer guten Dehnung deiner Adduktoren angekommen und die werden heute eine zentrale Rolle spielen. Drück mal die Füße noch fester aneinander und löse mal das Gesäß einen Zentimeter vom Boden. Halte das kurz, wieder ablegen und wiederhole das für dich noch zweimal. Nimm auch die Veränderung wahr. Ganz schön. Und dann klappst du mit deinen Händen die Knie zusammen. Zieh mal die Knie zu dir heran. Nochmal die Knie öffnen. Die Hände gehen zu den Fußaußenseiten zurück. Baddha Konasana jetzt im Liegen als zweite Variante. Schultern entspannt. Und dann halte die Ruhe im Atem. Die Gesichtszüge sind weich und ich schicke immer wieder ein paar liebe Grüße in den Körper zurück, zurück an deine Hüfte. Hüfte zu mobilisieren ist gerade am Abend sehr gut geeignet, um nochmal den Alltag wirklich so auch auszugleichen, das viele Sitzen, vielleicht auch zu wenig Bewegung. Von hier aus ins Happy Baby, es geht wunderbar gut. Ziehst einfach die Knie nochmal Richtung Achselhöhlen. Schau, dass die Fersen über deinen Knien bleiben. Und wenn du magst, schaukel nach links und nach rechts. Das wird heute noch ein bisschen intensiver für dich. Aber mit einer guten Vorbereitung wird dir das ganz leicht gelingen. Komm wieder zurück, stell die Füße auf, streck nochmal alles aus und du drehst dich jetzt einmal rum auf den Bauch. Einmal wenden bitte. Die Hände machen Kissen. Und wir gehen jetzt schon mal in den halben Frosch und dazu ziehst du das linke Knie außerhalb deiner linken Matte. Linker Fuß auch außerhalb. Die Zehen schauen weg. 90 Grad Schienbein spannen. Manchmal fühlt es sich gut an, wenn du dir vielleicht eine Decke unter das linke Knie legst. Das kannst du für dich dann mal ausprobieren. Und dein Blick geht zur anderen Seite. Nochmal in den Schulterbereich entspannen, aber jetzt vor allem auch in die Hüfte. Lass die linke Hüfte ein Stückchen entspannter Richtung Boden sinken und nimm die Dehnung wahr in deiner linken Adduktorenmuskulatur. Dann wechsel mal bitte selbstständig wieder zurück. Andere Seite. Dein Blick geht nach links. Schließ die Augen. Und bleib mit deiner Atmung in Verbindung.
Kannst du auch für dich mal beobachten, was ist so der Impuls für dich, Yoga zu üben, auch heute Abend mit uns gemeinsam. Und diesen Impuls, diese Qualität nimmst du mit in die Yoga-Übungen. Guten Abend, liebe Hüfte. Das sollte dich ein bisschen mehr in die Ruhe, in die Entspannung bringen, aber gleichzeitig so eine wunderbare Offenheit in deinem Körper kreieren. Ja, und dazu löse wieder auf, wieder ausstrecken. Kannst nochmal beide Beine beugen und einfach ein bisschen locker nach links und nach rechts schaukeln. Das ist eine Übung, die ich sehr gern unterrichte. Es ist eine schöne, sanfte Übungspraxis. Ja, und dann löse auf, dreh dich wieder zurück und du kommst schaukelnd nach oben in den Vierfüßlerstand und legst dir nochmal eine Decke bitte unter die Knie. Deinen linken Fuß schiebst du nach links zur Seite in Verlängerung vom rechten Knie. Und jetzt schließ mal die Augen und die Übung machst du heute mal ganz langsam, schon fast in Zeitlupe. Bauch ist aktiv, das linke Bein leicht gebeugt und dann mal ein paar kleine Kreise. Lass dir Zeit und beobachte, wo die Dehnung jetzt in deinem Körper ankommt. Ist auch hier nochmal eine gute Dehnung deiner Adduktorenmuskulatur, aber die Gesäßmuskulatur profitiert, wird gekräftigt, Körpermitte stabil, dein Atem, der bekleidet dich, wird wunderbar ruhig. Und dann mal die Kreise in die andere Richtung. Ja, und gönn dir mal ein bisschen mehr Langsamkeit, mehr Bewusstsein. Komm wieder zurück und dann wechsel, geh selbstständig auf die andere Seite. Starte mit langsamen, sanften Bewegungen. Schließ mal die Augen, richte den Blick nach innen. Die Klangschale, die kann dich dabei auch unterstützen. Wieder zurück, haben wir schon die andere Seite gemacht. Dann wechseln wir nochmal die Drehrichtung. Bin selber schon so entspannt, so ruhig, wie du die Übung heute machst. Ja, wunderbar, noch zweimal. Dann komm zurück. Vierfüßlerstand, herabschauender Hund. Kannst die Decke liegen lassen und du läufst mit deinen Füßen über die Decke. Und von hier aus geht es wunderbar in die Hocke. Vielleicht bring heute mal die Fersen weg vom Boden, leg dir die Decke unter die Fersen, Hände zum Herzen und schaukel ganz locker nach links und nach rechts. Tiefe Atemzüge. Atme aus, öffne die Augen, löse auf, setz dich mal bequem hin. Ich zeige dir den Frosch an, ja, du rutschst ein Stückchen rüber, ich zeige es heute mal. Du schaust zu Hause zu, das wirst du üben. Im Frosch gibt es einiges zu beachten, damit du das zu Hause richtig machst. Du legst dir die Decke seitlich, ist immer gut, das erstmal zu sehen. Links außerhalb deiner Matte, mein rechtes Knie ist an der rechten Mattenaußenseite, linkes Knie geht auf die Decke. Wichtig, die Zehen schauen zur Seite, Schienbeine parallel zueinander, also nicht zueinander, parallel. Und jetzt achte darauf, dass die Knie in Höhe deiner Hüftgelenke bleiben, also du weichst nicht nach vorne und auch nicht nach hinten aus. Deine Aufgabe wird es sein, die Knie auseinander zu schieben,
Und dann lässt du dich richtig schön ins Becken reinsinken. Wenn du kannst, könntest du auch Kopf ablegen. Das ist schon ziemlich intensiv. Ich empfehle dir einfach hier auf den Unterarm zu bleiben. Achte auf eine Länge im Rücken. Und dann erlaub dir, in die Hüfte zu entspannen. Und die Kunst ist es, da wieder rauszukommen. Drück die Hände, zieh alles zurück in die Mitte. Freu dich, löse auf. So, liebe Anja, du bist dran. Viel Freude für dich zu Hause mit dem Frosch. Die Decke liegt links außerhalb deiner Matte. Das rechte Knie, rechten Fuß ziehst du auch ein Stückchen nach rechts. So hast du schön viel Platz. Linkes Knie geht auf die Decke. Schienbeine parallel und die Füße drehst du auseinander, 90 Grad. Und darauf achtest du nochmal. Schau zu den Füßen, Schienbein spannen, 90 Grad, Schienbein Oberschenkel, 90 Grad. Ja, die Reise beginnt, schieb die Decke zur Seite und komm auf die Unterarme. Halt die Länge im Rücken, du kollabierst nicht, du bleibst im Rücken lang. Ja, und dann schau mal, was dein Körper heute Abend zulässt. Schließ die Augen. Beginn tiefer ein- und auszuatmen. Schlag für dich die Klangschale nochmal an. Bleib ganz bei dir, ganz liebevoll. Schenk dir Raum, Platz, um jetzt nochmal so von außen in den Körper zu entspannen. Tief ein, langes, tiefes, vollständiges Ausatmen. Erlaubt dir, mit jeder Ausatmung loszulassen, unnötige Gedanken, körperliche Verspannungen, vielleicht auch dein Alltag, all das, was dich belastet, lass es los. Und das darf jetzt gerne ein bisschen intensiver für dich sein und du bleibst trotz dieser herausfordernden Übungspraxis ganz bei dir, ganz liebevoll mit dir im Kontakt. Noch für 5 tiefe Atemzüge. Lass los mit jeder Ausatmung. Bereite dich langsam darauf vor, diese Übung zu verlassen. Augen öffnen. Stütz dich zuerst ab über die Hände. Drück die Hände in den Boden. Zieh die Knie zueinander. Löse auf und komm direkt in den herabschauenden Hund. Fühlt sich wunderbar befreiend an. Kannst nochmal die Fersen abwechselnd Richtung Boden ziehen. Dein Blick geht nach vorn. Wir gehen nochmal gemeinsam in die Hocke. Lauf nochmal mit deinen Füßen die Mitte deiner Matte. Ja, Füße ein bisschen auseinander. Und dann leg heute mal die Oberarme auf deinen Knien ab. Die Arme sind einfach locker nach vorn ausgestreckt. Und schauke nochmal nach links und nach rechts. Wir lassen diese Übungspraxis heute ganz ruhig ausklingen. Dazu löse nochmal auf, komm bequem zum Sitzen für die letzten 2 Übungen. Nochmal erhöht setzen auf eine Decke. Die Füße stellst du auch vor dir, schön großzügig und wirklich wenig nach links und nach rechts schaukeln. Füße gut geerdet, mal so eine entspannte Bewegung im Fußgelenk zu lassen, dann hoch ins Hüftgelenk,
wieder zurück. Zum Abschluss Baddha Konasana, Fußsohlen zueinander. Achte nochmal den Rücken zu verlängern. Und dann beugst du dich aus deiner Hüfte nach vorn, unten. Hände drücken, Füße zueinander. Kreiere Länge im Rücken und dann verbeug dich. Atme. Auch hier nochmal die Klangschale für dich, um das zu unterstützen, das Loslassen. Schieb nochmal die Arme weit nach vorn auf den Fingerkuppen. Entspann deine Schultern. Und hier lohnt sich so ganz leicht nach links und rechts zu schaukeln. Und du wirst merken, dass diese sanfte Dehnung nochmal in deiner Hüfte ankommt, im unteren Rücken. So ein innerliches Wiegen, ganz mit dir in Verbindung. Komm zurück in die Mitte, stütz dich ab. Wir treffen uns im Sitzen. Ja, die Augen wieder öffnen. Das war die Übungspraxis. Guten Abend, liebe Hüfte. Hab einen schönen Tag, einen schönen Abend weiterhin. Danke für dein Üben mit uns. Hat dir das Video gefallen? Übe es gern öfters. Empfehle es an Freunde weiter. Hier gibt es ein ähnliches Übungsvideo. Es gibt einen 30-Tage-Yoga-Kalender. Das kannst du dir kostenlos downloaden. Hier geht's zum PDF. Schönen Tag weiterhin.